Gummo Gummo und Mois, meine sehr geehrte Kerlinnenschaft und die, die es werden will, wir sind wieder hier in den Minenkraften vereint und frisch aus dem Nether gekommen. Das war sehr anstrengend. Wir sind einmal sogar im Nether gestorben, glücklicherweise aber, man könnte sagen, direkt am Eingang des Nethers, also wo unser Nether-Portal war. Ja, das hätte ich echt nicht gedacht, dass wir auch immer noch hier mit unseren verzauberten Kleidungsstücken ankommen. Und ja gut, guckt euch an, wie sehr sie gelitten haben über den Nether und wir haben sie frisch hergestellt. Echt heftig, wie schnell das geht. Aber, apropos Nether, wir werden da jetzt nicht mehr reingehen. Denn ich habe von euch gehört, Grüße gehen raus. Ich kann nicht mehr genau sagen, von wem es war. Vielleicht war es von Nightmare, vielleicht aber auch von eins anderen Bruder. Grüße gehen raus. Und da wurde mir gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit, eine Nether-Festung zu finden. Also, ich denke nicht, dass das der exakte Wert ist. Ich denke, das war ein bisschen übertrieben. Aber ja, es soll wohl sehr, sehr unwahrscheinlich gewesen sein, die Nether-Festung zu finden. Und ich meine, das ist ja auch genau das, was wir jetzt innerhalb der letzten zwei Parts gesehen haben. Innerhalb der einen Stunde, die wir im Nether waren. Und, um 200% gesunken. Ich denke, das wird auf jeden Fall der tatsächliche Wert sein, den der Bruder geschrieben hat. Auf jeden Fall. Sehr wohl. Also das erklärt zumindest, warum wir sie nicht gefunden haben. Denn normalerweise finden wir immer die Nether-Festung. So. Nach 1-2 Parts finden wir immer etwas. So. Ist leider nicht passiert. Oder ich habe es mal wieder übersehen. Das kann eben auch sein. Aber ansonsten würde ich halt eben sagen, na, um mal zum Punkt zu kommen, was wollen wir eigentlich erreichen hier? Über die letzten 4 Parts müssten es noch sein. Ja, Gummo, Gummo, Gummo. Wir schlendern langsam aber sicher in Richtung Ende. Und ich sag mal so, wir haben noch einiges zu tun. Wir haben noch das Ende zu finden, im besten Falle. Eine Mine muss auf jeden Fall auch noch drin sein. Also, wer da nicht nachschreit, dem ist auch nicht zu helfen. Dementsprechend, es wird wild. Ich hoffe, ihr habt für die finalen Kicks euren Daumen nach oben reingeschallert für den heiligen Support. Vielen Dank, meine BresInnen, für die heilige Unterstützung. Knallen Sie ihn jetzt rein, wenn nicht schon getan, um den jährigen Support reinzuschallern. Vielen, vielen, vielen Dank. Und nochmal an der Stelle, wo wir jetzt gerade hier bei Ende und dies, das sind. Ich habe ja im letzten Part was gesagt, von wegen, nach Minecraft kommt wieder News-Spekulatius, dies, das. Das ist aber eigentlich gar nicht der Punkt, auf den ich hinaus will. Ja, mein Punkt, auf den ich hinaus will, ist, dass ich doch schon etwas unfreundlich gewesen bin den Leuten gegenüber, die mir wirklich konstruktiv Tipps geben. Jedenfalls habe ich das Gefühl, dass es so ist, obwohl ich schon gesagt habe, hey, so dass an euch Leute, die hier wirklich konstruktive Kritik reinballern und mir auch Hilfestellungen geben, wie zum Beispiel Christian, Grüße gehen raus, er hat mir die Position für eine Mine tatsächlicherweise geschickt, also er ist mit meinem Seed reingegangen und hat sich die Mine rausgepickt und ja, diese werden wir uns heute mal rausschallern, ja, und dann ich würde sagen, dort ein paar Parts verbringen, bevor es dann in Richtung Ende geht, im wortwörtlichen Sinne, also in Richtung, wir werden zum Ende gehen. Wo wir auch schon die Position übrigens von haben. Daher, ja, wir sind vorbereitet fürs Ende. Grüße und Kuss. Danke an eure ehrigen Tipps. Ja, an die Hilfestellung, an die Tipps. Mir ging es halt wirklich nur, um das jetzt wirklich nochmal abzuschließen. Mir ging es tatsächlich nur um die Leute, die, ich sag mal, man kennt sie gefühlt gar nicht. So selten sind sie auf dem Kanal. Und dann wollen sie halt, ich sag mal, dir voll die Ansagen machen und so. Von wegen, mach doch mal so und so. Ja, ich bin zwar erst so gefühlt eine Woche auf dem Channel, aber mach mal so. Nee, mach ich nicht. So, jetzt habe ich es in aller Freundlichkeit, glaube ich, gesagt. Freundlich hätte ich es echt nicht rüberbringen können, weil, ne, ihr müsst auch verstehen, ich war im letzten Part, ich war sehr getriggert vom Tod, so. Und da sagt man auch gerne mal Sachen im Affekt, die man eigentlich gar nicht so meint. Von daher,
Sorry, ich wollte euch da nicht irgendwie massenweise, ich sag mal, diskreditieren oder so. Auf gar keinen Fall. Mir ging es wirklich nur um die Leute, die erstens nicht die exakte Ahnung haben so. Und wenn man Tipps gibt, dann sollte man auch schon wissen, dass man eben den richtigen Tipp gibt und die richtige Hilfestellung, die ist das. Das ist mein Wunsch, ja. Und was wollen wir eigentlich noch so reißen, bis die Kartoffeln fertig sind? Also ich meine, die sind zum Glück. Ja gut, never mind. Na klar. Damit sind wir auch eigentlich wieder grandios eingedeckt für die räudige Reise. Na klar. Zu exakt diesem Zweck lasst mich nochmal ein paar Fackeln herstellen. Warte ich die Sticks? Eins guten Frage. Tatsächlich. Ist doch lustig, ne? Jetzt gerade habe ich den Part wieder angeschmissen. Ja, bin gerade in der Aufnahme drin. Und die Musik spielt nach wie vor nicht. Ich hasse das, ne? Kann das Spiel nicht sagen, nachdem so und so viel Minuten kein OST abgespielt worden ist, wird wieder Sound abgespielt, also Musik abgespielt. Warum gibt es manchmal diese minutenlange Stille, wo gar nichts passiert? Ich finde das sehr, sehr cringe. Sehr, sehr cringe, ja. Durchaus. Okay. Die Frage ist halt, decken wir uns ein mit neuen Eisenrüstungen? Ich würde sagen, ja. Ich glaube, es könnte sogar für einen Pulli reichen oder für eine Hose. Ach, danke schön. Wisst ihr, ich komme mir immer so vor, als wäre es null. Also, ich habe das Gefühl, es ist null unterhaltend, wenn ich hier sitze und keine Musik ist da. Also gar nichts, ja. Komme ich mir so. Also ich weiß, dass es nicht meine Schuld ist, weil es kommt ja vom Spiel aus. Aber trotzdem gebe ich mir so ein bisschen die Schuld dafür, dass ich eben hier nicht für Musik gesorgt habe, für eine musikalische Untermalung. Und vielleicht nehme ich das alles ein bisschen zu ernst oder so. Vielleicht soll ich einfach drauf scheißen. Ich habe keine Ahnung. Knochenblock. Daraus können wir safe Knochen machen. Ich bin mir zu 100% sicher. Wir wollen am Ende des Tages noch mal ein paar Spitzhacken uns fertig machen. Wir machen uns sofort auf den Weg. Wir wollen jetzt nicht zu viel palavern. 6 Eisenbarren. Warum hab ich nur 6 davon? Das ist ja. Damit kriege ich ja dreimal. Na? Wo sind die? Ah ja. Ja, okay, ich krieg 2 Spitzhacken hin. Ich hatte da gerade irgendwie so 2 im Kopf, aber das war die Feldhacke. Was zum Teufel? Wir nehmen den Diamanten mal mit. Wir nehmen die 6 Diamanten mal mit. Und zwar aus folgendem Grunde, damit wir uns eben nochmal so eine Chestplate machen können. Wenigstens einmal. Oh, never mind. Never mind. Das ist zu wenig. Mois. Ja, dann halt der Basic Stuff, oder? Weil Schuhe und das macht den Braten jetzt auch nicht fett. Also dieser halbe Verteidigungspunkt, weißt du, wie ich meine, kannst du dir auch am Ende des Tages wirklich mehr als sparen, als ob das jetzt noch was ändert. Was ist los? Haben wir keine Sticks mehr? Oder bin ich einfach nur wieder blind? Hallo? What the fuck? Manchmal sehe ich hier die gleichen Symbole. Vielleicht seht ihr es auch so. Ich weiß nicht. Also es ist manchmal verdammt schwer zu sehen. Vielleicht das an der Schwitzversion. Na klar. Vielleicht aber auch nett. Vielleicht aber auch nicht, ja. Das ist dann immer die Frage des Tages. Lass uns diese Gegenstände nochmal ganz kurz verbessern. Ich weiß nicht so genau, ob wenn wir uns einen Amboss craften und 2 Sachen wieder zusammen forgen können, ob das den, ich sag mal, ich glaube, das müsste sogar gehen, oder? Dass der Verzauberungseffekt beibehalten wird. Aber da ich nicht weiß, inwiefern das Ding geheilt ist, machen wir uns das hier so einfach wie möglich. Okay. Einfach. Ja. Besser ist es.
Kann ich die Kleidungsstücke hier nicht equippen? Nee, ne? Schade. Ja, also ich bin mit Schutz sehr, sehr zufrieden. Hauptsache, man wird mehr gebaggt von 1 Minenkraft. Ja, und hier knallen wir komplett Schutz rein. Auch wenn es nur Schutz 1 war und wir haben, ich glaube, ein paar Level mehr bezahlt. Das finde ich immer sehr weird, ja, dass du zahlst mehr, aber es ist der gleiche Effekt. Darf ich das mal kurz ansprechen? Ja, aber einmal ein ganz kurzer Blick genügt. Wir sehen, wir sind wieder komplett equipped. Ehre. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zur Minenposition. Grüße auf jeden Fall an Christian. Er hat diese Position hinausgefunden, könnte man sagen. Hat mir aber auch gleich dazu geschrieben, im selben Atemzug, ne, Vorsicht, es kann sein, dass die Position abweicht, aufgrund von experimentellen Features, die ich ja hier angestellt habe. Und das soll wohl einiges verändern. Daher, ja, let's go. Gucken wir uns das mal an. Position für die ganze Angelegenheit habe ich natürlich parat. Es ist 105, minus 14, 736. Und wir scheinen in dieser Richtung mehr als richtig zu sein. Lass mir nur mal ganz schnell noch kurz die Möglichkeit, mir eine zweite Karte zu bauen. Ich hoffe, ich habe noch genügend Blätter dafür. Scheint aber, ich hoffe, sehr gut zu sein. Ansonsten, ich glaube, Zuckerrohr oder wie war das nochmal? Wie war das jetzt nochmal? Wie mache ich eine Karte? Okay, mir fehlen Papiere. Das ist tatsächlicherweise ein kleines Problem. Es gibt aber auch eine leere Locator-Karte. Ich glaube, die hat doch irgendwas zu tun von wegen Kompass und so ein Stuff. Nee, warte mal. Das ist gar nicht Zuckerrohr. Das wird irgendwas anderes sein. Gras oder so vielleicht. Wie macht man nochmal Papier in Minecraft? Ich habe das komplett vergessen. Oha, es ist doch Zuckerrohr, das ist krass. Ich dachte irgendwie, nee, aus Zuckerrohr, da wird am Ende Zucker gemacht. Nicht mehr und nicht weniger so. Aber scheinbar doch nicht, denn somit können wir uns nunmehr eine neue Karte craften. Und eine zweite sogar zum Flex. Und eine Karte lassen wir hier. Oh, talking about Karte. Ist das hier meine? Das ist die Schatzkarte. Wo ist meine andere Karte? Wo ist meine andere Karte hin? Habe ich die verloren im Nether oder so? Ich bin lost. Kann sein. Oder ich habe sie in eine andere Truhe gepackt und es nicht gecheckt. Wir werden die Karte ins Inventory nehmen, aber natürlich. Habt ihr es gesehen? Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Okay. Let's go. Wir gehen, ich glaube, leider langsam Richtung Abendröte raus. Aber egal. Position der Mine. Das ist das, worauf es ankommt. Wir müssen, glaube ich, einmal straight hier durch. Oh. Oh, ich hoffe, er ist nicht, er ist nicht gut equipped. Kein Problem. Wir müssen, glaube ich, einmal komplett hier durch, oder? Position minus 101 für, oder warte mal kurz. Nee, wir müssen in diese Richtung sogar. Krass, wir müssen in also auf jeden Fall in Sachen der, ich glaube, X-Komponente in diese Richtung. Die Höhe, das ist kein Problem. Wir werden den Höhleneingang auch schon noch finden. Und ansonsten sehr weit in diese Richtung. Natürlich. Und das Ding ist so, wir sind diesen Weg sogar schon, wir kennen diesen Weg. Wir haben diesen Weg sogar schon unterirdisch. Wir sind diesen Weg hier unterirdisch gegangen. Und zwar durch dieses riesige Höhlensystem, das wir vor einigen Parts, bevor wir in den Nether gegangen sind, gefunden haben. Oha, der heilige Jesus hat sich wieder einmal hinterlassen. Schwein, wo wir gerade dabei sind. Das Wasser des Lebens. Kommen Sie heran. Ja, also wir, das Ding ist, wir müssen auf jeden Fall in Sachen der X-Position ein bisschen mehr in diese Richtung steppen. Nach längs. Ansonsten sieht das gerade mit unserer, ich glaube, es ist die Z-Position. Sieht das schon ganz gut aus. Da ist es irgendwas mit 736. Und hier, genau hier, ich
Ich bin sogar sicher, wenn wir durch diese Höhle steppen würden, wir würden die Mine 100%ig finden. Aber im allerschlimmsten Falle weicht die Position der Mine sogar wirklich ab und wir finden gar keine Mine. Das wäre ein bisschen traurig. Aber hey, somit konnten wir immerhin nochmal versuchen, eine Höhle zu finden. Und haben es gewagt. Ja. Okay, also expositionsmäßig, wir sind schon fast da. Wir sind schon so gut wie da. 50 Stück noch. Dann schmeckt's. Ja, ich sag ja, jetzt gerade natürlich wird's dunkel. Ich hätte ein Bett nehmen müssen, mitnehmen müssen. Ich hätte einfach ein Bett mitnehmen müssen. Aber egal. Wo wir schon mal hier beim Heiligen Walde sind. Wir nehmen ein bisschen Holz mit. Man weiß ja nie, wie lange wir da bleiben. Nicht wahr? Oh Gott, ist das so ein Renderfehler oder ist das wirklich so tief, wie es geht? Ah, das scheint mir Sand zu sein. Gehe ich stark von aus. Ein Chicken, ja Mois. Der Bruder. Okay, ich denke, das ist Lava da unten. Ich denke nicht, dass die Helligkeit durch vorgenerierte Fackeln oder so kommt. Obwohl die Position, ich muss sagen, wir sind nah dran. Wir sind nah dran. Ich bin echt schon... Oh Gott. Ich bin echt schon in Versuchung, da runter zu gehen, weil... Ansonsten wäre es X-Positionmäßig etwas weiter... Na eben, in diese Richtung hier. Aber sonst... Warte kurz. Wir checken. Wir sind mal ein bisschen genauer. Okay. Von der Position aus wären wir da. Er ist der Baum. Der Bruder. Er ist der heilige Baum. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen da mal über den Official-Weg rein. Ich glaube, hier werden wir nicht fündig, oder? Das sah mir ganz kurz aus nach ein bisschen... Ich sag mal Schluchtensystem, aber nein. So tief wurde dann nicht generiert. Egal, wie gesagt, wir backtracken. Zurück zum eigentlichen Eingang, der uns auch höchstwahrscheinlich in diese Mine führen wird. Ich hoffe es zumindest sehr. Ja, ich hoffe es zumindest. Oh Gott, zwei Stück. Oh, shit. Oh, oh. Oh, oh. Die Schweine. Schweinesau. Denn... Dritte, ich habe jetzt nicht mehr genau mitgezählt. Die absoluten Creeper-Kicks. Mann, Gens. So, und jetzt die Frage. Oha, da unten geht irgendwas. Ich bin gespannt, was. Also, uns fehlen für die Exposition noch ungefähr 30, aber ich denke, wir werden auch so da reinlaufen, wenn wir an der richtigen Stelle sind. Von der Y-Position, wir müssen auf minus 14. Und ihr seht, es geht gerade sehr straight runter. Es geht sehr straight runter. Also runter nicht, aber es geht runter. sehr gut. Und ansonsten, ja, wir entfernen uns gerade leider so ein bisschen vom Ort. Aber ich denke, dass das kriegen wir wieder so ein bisschen reingeschlängelt. Das ist gar kein Problem. Ah. Wo ich gerade die Kohle sehe. Ich glaube, Eisen würde ich jetzt nicht mehr abbauen, allein wegen der Tatsache, hey, für die paar Parts lohnen sich da diese paar Ballasteisen noch in meinem Inventar. Nee. Von daher, nee und je. Okay. 736 wäre also in diese Richtung, okay. Wo wir auch Lava und so haben. Wollen wir dahin, wo die Party abgeht, oder wo... gar nichts abgeht. Ja. Sind auch auf jeden Fall noch nicht tief genug hier. Das ist uns noch nicht so tief. Das ist, wir sind immer noch über Höhenmeter. Das ist doch eine riesige Frechheit. Ich glaube, hier rüber könnte es tatsächlich dann sogar ein bisschen tiefer werden. Oh ja, perfekt. Wir müssen aber trotzdem anyways hier lang. Weil wir ansonsten den Z-Wert weiter verringern und nicht erhöhen. Oha, geht's hier runter? Nee. Okay, dann nehmen wir den Wasserschwung mal mit und... sag mir jetzt nicht, wir kommen wieder hier raus.
Sagen wir jetzt nicht, wir kommen wieder hier raus. Das wollte ich jetzt damit nicht erreichen. Oder? Also das ist sehr, sehr komisch. Kupfer, nice. Auch nice, dass ich im gesamten Let's Play nicht ein einziges Mal mit Kupfer gearbeitet habe, abgesehen vom Schmelzen. Na klar, die Faulheitskicks. Ja, also so kommen wir definitiv wieder raus. Ja, ich würde sagen, wir nehmen dann den Weg nach weiter unten mal an. Ich glaube, das war hier durch den zweiten Wasserfall. The Waterfall. Ja. Oh, shit. Alter. Okay, geht's hier? Hallo? Voll der Bait, Alter. Wir werden hier voll gebaitet. Schwein. Egal, dann wir forcen uns runter. Wir zwingen das Spiel, uns in die Mine zu lassen. Wenn wir uns reingraben. Kann natürlich sehr gut sein, dass wir irgendwie nach oben hätten klettern müssen und dann in die andere Richtung so. Wollte aber erst ehrlich, ich will nichts unversucht lassen, um trotzdem reinzukommen, wisst ihr, wie ich meine? Weil es muss ja einen Grund haben, warum wir hier eine Schlucht haben und so, weil das ist zumindest mein Eindruck, aber Schlucht und Minen in Minenkraft sind so. Okay, also ist das jetzt hier schon mal das gesetzte Argument und ja, ich würde sagen, Diskussion gewonnen. Na klar. Man kennt es. Lass mich mal ganz kurz, ja, einen kurzen Schwenk aus dem Leben erzählen. Falls sich einige von euch fragen sollten. Ich habe ja auf dem Channel noch nicht so gesondert drüber geredet. Auf dem Discord, ja. Kommt alle auf den Discord. Link ist in der Beschreibung. AKA, ihr seid eh alle drin. Und ich habe Schaufel vergessen. Ja, wie war denn so der Japan-Tag, ne? Das ist natürlich die Frage, die man sich stellen tut. Wie war's? Ja, war ganz nett. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war sehr interessant, einige Leute wiederzusehen. An der Stelle Grüße an Eugen und Jill und Vassinius Rudinius. AKA Minecraftinius. Der Bruder hat auch gerade, ich sehe es auf Twitter, er hat die kompletten Minecraft-Kicks. Man kennt's. Und also ich sag mal, ich habe echt sehr viel Spaß gehabt, gewisse Leute wiederzusehen. Was heißt gewisse? Gewisse heißt, als würde ich irgendwen ausschließen. Ist nicht der Fall. Alle Leute, die ich gesehen habe, hat mich gefreut, sie zu sehen. Nur, ich habe, lassen Sie es mich so sagen, ich habe ein wenig zu tief ins Glas hineingelunzt und das war der Fehler. Ihr müsst wissen, vor uns waren, also wir waren hinterm Landtag auf der Wiese. So. Dort haben Mario und ich Eugen, Jill und Wasu getroffen. Ich hoffe, es ist kein Problem, dass ich sie jetzt hier name droppe. Ich hoffe wirklich, es ist kein Problem. Und vor uns haben sich dann zwei Typen gesetzt. So, und einer hat nach Feuer gefragt. Und ich habe ihm dann natürlich freundlicherweise und korrekterweise das Feuer dargereicht. Und sagen wir mal so, er hat den grünen Teufel gezündet. Und der gute Piccolo hat mich, man könnte sagen, dämonisiert und, ja, wie sagt man, der Shaitan hat mich gelockt. Na klar, der Shaitan. Ja, meine Kerle, ich wurde gelockt vom räudigen Shaitan. Ich habe das Piccolo konsumiert. Und dennoch bin ich der Meinung, zu tief ins Glas geschaut habe ich nicht durch den Wein, den ich mit Mario gesnackt habe, sondern von den zwei Brüdern, die mir den Hennessy angeboten haben. So. Was soll ich sagen? Der Hennessy, er hat mich zerstört. So. Ich war nicht bereit. Ich bin kein, ich sag mal, passabler Trinker und schon gar nicht regelmäßig. Und daher, ja, trink niemals Alkohol. Das ist doch, würde ich sagen, eine sehr gute Message. Hauen Sie rein, bis zum nächsten Mal und yeah.